Yo, Peace Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen neuen Vlog. Heute geht es nämlich in Urlaub mit ein paar Kollegen, die sind schon dort. Ich muss leider nachfliegen, da ich heute noch meine mathe-mündliche Prüfung habe. Das heißt, nach der mündlichen Prüfung fliege ich dann direkt in Urlaub. Ich werde euch noch nicht sagen, wo es hingeht. Ihr werdet es vielleicht im Titel oder im Thumbnail sehen, vielleicht aber auch nicht. Lasst euch überraschen, wegen dem bleibt dran, wir sehen uns dann auf jeden Fall am Flughafen wieder und ja, lasst schon mal ein Like, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, es kommen wieder nice Vlogs und ja. Auf jeden Fall am Flughafen angekommen. Ich bin jetzt doch schon früher da, als ich dachte. Also Sicherheitschecking übel schnell. Also ich war hier durch eine halbe Stunde, sogar wahrscheinlich nur 20 Minuten oder so. Ich sitze jetzt gerade am Gate. Boarding ist glaube ich erst eine halbe Stunde oder so. Also ich habe noch reichlich Zeit. Ja. Vielleicht hört man schon im Hintergrund, wo es hingehen kann. So geil. Wenn man da hinfliegt, dann und man weiß einfach direkt. Ja, ich glaube, ich brauche dazu nichts sagen. Junge, an diesem Flughafen muss man wirklich immer eine halbe Stunde bis zum Ausgang laufen. Das ist so nervig. Ich glaube, jetzt hier gerade entspannt. Auch zum Ausgang. Oh Junge, hier geht's mal runter. Dann mal schauen, wo ich jetzt hingehe. Die Frage ist, ob ich gleich in die Villa gehe zu uns oder ob ich direkt an den Strand gehe, weil es ist von hier halt aus noch ein Stückchen mit Bus. Oder ich fahre Taxi, aber da muss ich halt viel Geld flechten. Ich weiß nicht, ob ich das drauf Bock habe. Mit dem jetzt mal schauen, was wir machen. Ich habe auch fast keinen Akku mehr, das ist scheiße. Egal. Ja gut, da sind immer zu viele Leute, da laufe ich, da bin ich schneller. Ja, wahrscheinlich habt ihr es am Flughafen schon erkannt, wo ich bin. Vielleicht aber auch nicht. Spätestens nachher werdet ihr es auf jeden Fall erkennen, wo ihr seid, beziehungsweise wo ich bin. So Freunde, ich bin jetzt an der Villa angekommen. Es ist so geisteskrank, die ist so unglaublich riesig. Junge, also ich würde sagen, ich drehe die Kamera einfach um, ohne viel zu reden. Oh, Digga, einfach ein scheiß Palast. Ey, es ist so gigantisch riesig, es ist so geisteskrank. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Roomtour mache, dann dauert es locker eine Stunde gefühlt. Hier oben ist nochmal eine Zufahrt fürs Auto. Hier jetzt extra so fürs Auto was zum Unterstellen. Und es ist so geistkrank heiß. Es hat eine Garage. Also es ist wirklich unfassbar krass. Ich werde euch jetzt ein bisschen was zeigen. Alles kann ich euch nicht zeigen. Hier ist der Vorgarten. Hier geht es dann rein ins Haus. So, da denkt man hier so, okay, normale Tür, aber nein, das war noch nicht alles. Hier hat es eine scheiß Tischtennisplatte. Wie geil ist das denn? Alter, da oben hängt ein Fahrrad. Dann geht's hier, glaube ich, ist die Küche und jetzt guckt euch einfach das an. Einfach einen scheiß Innenhof mit Außenbereich einer Küche. Alter, wie geil ist das denn bitte? Wie krank geil ist das denn bitte? Und wenn wir jetzt reinlaufen. Alter, es ist einfach so heftig.
Also hier ist auf jeden Fall ein Zimmer, runter geht, glaube ich, auch nochmal, sind auch Zimmer, oben sind Zimmer, da ist ein Zimmer und Bad. Das muss ich euch jetzt nicht extra zeigen. Hier kommen wir dann ins Wohnzimmer. Hier einen fetten Flachbildschirm. In jedes Zimmer hat einfach einen eigenen Fernseher. Es ist wirklich geisteskrank. Hier ein riesen Esstisch zum Essen. Ja, oh, rausfilme ich jetzt mal noch nicht. Hier ist dann wieder ein Zimmer. Hier ist dann die Küche. Es ist, also ich bin gerade angekommen, gell? Die anderen sind schon am Strand. Also aufgeräumt haben die auf jeden Fall nicht. Den Außenbereich zeige ich euch gleich noch. Wir laufen jetzt einfach mal noch ganz kurz hoch. Alter, es ist wirklich so geisteskrank heiß. Ich war hier selber noch nie oben. Also hier hat es noch mal eine... Oh, hier ist noch mal so eine Dachterrasse. Boah, wir gehen da kurz raus. Alter. Ist ja nicht mehr normal. Schaut euch diese Aussicht an. Also ich glaube, ich bin echt im Paradies. Hier steht wieder Alkohol rum. Never mind. Oh Mann. So, dann machen wir hier mal wieder zu, damit hier keine Hitze reinkommt. Dann ist hier wieder ein Zimmer. Hier ist ein Einzelzimmer. Keine Ahnung, wer hier schläft. Dann haben wir hier nochmal ein Dreierzimmer mit eigenem Bad. Okay, das ist also die Suite. Und hier hat es dann auch nochmal ein Bad. Nochmal ein Zimmer. Alter, es ist so geisteskrank riesig. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich muss halt auf der Couch schlafen, weil ich bin der Letzte, der nachgekommen ist. Das heißt, Pech gehabt. Boah, ich hoffe, meine Haare sitzen gerade einigermaßen, weil ich bin so geisteskrank verschwitzt. Wir gehen jetzt runter in den Keller. Auch keine Ahnung, was hier ist. Wirklich kein Plan. Ach, hier ist einfach nochmal so ein bisschen eine Abstellfläche zum Waschen. Nochmal ein Bad. Und keine Ahnung, was da reingeht. Ja, und jetzt kommen wir natürlich noch zum Außenbereich. Das ist auch so geil. Wir haben wirklich einen riesen Garten und alles. Einfach geil. Einfach geil. Ich kann es nicht oft genug sagen. Boah, ist so warm. Egal, ich drehe jetzt die Kamera um. Oh mein Gott, Digga, wir haben einfach einen riesen Pool. Voll viele Liegen. Hier ist ein Gartenschlauch noch. Hier ist so ein Außenbereich. Den Pool könnte man auch mal wieder putzen. Dann haben wir auch noch hier im Garten. Das ganz da hinten, das ganz grüne Teil gehört uns auch noch. Ey, einfach fucking geisteskrank. Hier nochmal sowas wie eine Zufahrt. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Allein jetzt schon die Roomtour hat 5 Minuten gedauert. Hier sieht man auch nochmal ein bisschen was. Also geisteskrank, ihr seht. Keine Ahnung, wahrscheinlich die kostet locker 1 Million, denke ich mal. Also, ja, was soll ich großartig noch dazu sagen? Ich gehe jetzt wahrscheinlich gleich los an den Strand. Ich muss noch mal eine halbe Stunde oder länger mit dem Bus an den Strand fahren, wo die anderen gerade sind, weil die sind schon vorgegangen, weil ich jetzt halt gerade erst gelandet bin. Das, ja, ist ein bisschen mies, aber egal. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach am Strand wieder. Und ich glaube, dann war es das auch eigentlich schon wieder mit dem Vlog, weil der geht schon wahrscheinlich lang genug, also ich mache auf jeden Fall mehrere Teile draus. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Bushaltestelle. Ich musste jetzt den ganzen Berg da hinten runterlaufen, also es waren jetzt ungefähr eine Viertelstunde oder so zu Fuß. Jetzt bin ich auch gleich unten an der Straße. Dann fahre ich noch mal eine halbe Stunde oder so mit dem Bus und dann laufe ich da auch noch mal eine Weile hin. Also wir sind halt echt ein bisschen abgelegen, das ist ein bisschen stier, aber ich wollte eigentlich gerade filmen, wie ich da runtergelaufen bin. Die Aussicht ist so bombastisch. Die Berge, das ist so geisteskrank. Die sind auch so hoch und so krass. Hier kann man sie noch mal ein bisschen sehen. Ey, einfach so schön hier. So unglaublich schön. So, ich bin jetzt aus dem Bus ausgestiegen. Ich muss jetzt noch kurz so 5 Minuten oder so laufen. Ja, hier ist es wahrscheinlich, dass ich hier überfahren werde. Alter, auf Malle, alle fahren wie Geisteskranke. Das ist wirklich, also die fahren kreuz und quer, fahren wie sie wollen. Also es juckt da irgendwie echt geil. Auf jeden Fall, da vorne ist gleich das Meer. Oh, ich freue mich so unnormal. Es ist auch so warm wieder. Hier ist einfach wieder komplett blauer Himmel. Und da, wo ich gerade los bin, bei uns, an unserer Unterkunft,
war einfach übelst die fette Wolke. Boah, ich freue mich jetzt einfach nur noch aufs Meer. So Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem ersten Teil von diesem Malle-Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, beziehungsweise ihr seht es wahrscheinlich irgendwie eine Woche später oder so. Es kommen auf jeden Fall noch mehrere Teile. Wir haben ja gesagt, wir sind erst den ersten Tag, den ich jetzt aufgenommen habe. Wir haben jetzt 3.21 Uhr. Ich habe jetzt gerade noch einen Horrorfilm geschaut, beziehungsweise schauen noch einen Horrorfilm. Und ja, keine Ahnung, was jetzt noch geht. Also wahrscheinlich nicht mehr viel. Wir haben jetzt ein bisschen was getrunken, aber auf entspannt. Morgen kriegen wir eine fette Essenslieferung. Da kriegen wir vielleicht 10, 70 Bier. Also von dem her, ich glaube, da reicht für jeden ein paar. Und ja, mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Vlog wieder. Für euch ist es vielleicht eine Woche, für mich ist es wahrscheinlich ein Tag. Aber ich nehme auf jeden Fall euch wieder mit. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein und...